Engelchen ist gerade hier was am Pennen, ne? Und ich drück mal direkt wieder auf Play. Ja, da schläft sie mit offenen Augen, ne? Das machen die Babys bei den Sims 2 gelegentlich, ne? So, dann müssen wir mal ganz kurz gucken hier. Die Möbel laufen echt gut, ne? Also muss man ja schon sagen. Ja, Iris, pardon, Laura, was machst du? Limonade kaufen. Du hast ja wohl einen Nagel im Kopf. Hier, pass mal auf. Du kannst mal ganz kurz hier auffüllen. Die kaufen ist echt... Ach, oh, Kind, das ist unglaublich. Oh, die kurze, die ist im Brammeln. Das können wir nicht machen. Okay, da müssen wir, glaube ich, mal die Windel wechseln. So, Windel wechseln. Ja, ja, Süße, wir kommen sofort. Ja, gar kein Problem. Die Laura kommt sofort, die kriegt das hin. Ja, 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 ja. Oh. Dein Geschäft hat Status 2. Ja, super. Kriegen wir wahrscheinlich eh nichts für, ne? Können wir irgendwas? Ne, können wir nichts machen. So. Aber es wächst so langsam, ne? So. Heil, mein Freund. Ich muss dich leider vom Limonadenstand abziehen. Ja, Tante Laura kommt da schon, beziehungsweise ihre Schwester eigentlich, ne? Upatina. Süße, was machst du jetzt? Komm hier, Windeln wechseln. Windeln wechseln. Ist schon gewechselt, oder was? So, dann machen wir gleich ein Fläschchen klar. Kann sie denn irgendwie, was ist mit diesen Wunderflaschen? Engelchenflasche geben, okay. Oh Gott, die sind alle verrückt. Meine Sims sind alle verrückt. Ey, guck dir das an. So, Hein, das hast du gut gemacht, ne? Machst du jetzt hier mal... Okay, der kauft auch noch was. Hein, so war das. Was ist mit dir los? Schmutzigen Witz erzählen. Hier wird es kassiert, mein Freund. Hier wird es kein Witz erzählt. Obwohl, Freunde muss er auch mal wieder. Aber das ist ja alles der Reihe nach. So, Iris Kind, was ist mit dir? Okay, dann mal das Bild mal weiter. So ist richtig. Ja, unser Laden läuft aber gerade ganz gut, ne? Das ist, kann man so sagen. So, Laura Kind, pass mal auf. Hier, auffüllen. Auffüllen, auffüllen, auffüllen. Yep, die Daddeli. So. Was, wir könnten eigentlich noch mal irgendwie noch was Neues kaufen. Ne? Zam, zam, zam. Ich weiß nicht so, wie muss das denn... So, dann kann ich das... Genau, was stellen wir denn hier noch mal hin? Weil die Möbel gehen ja irgendwie ganz gut, ne? Muss man schon so sagen. Ne? Möbel gehen eigentlich echt mit am besten. 578... Was ist das? 600 und so weiter. 700. Den haben wir schon. Den können wir uns aktuell nicht leisten. Dann stellen wir den mal daneben. So, wumm, wamm. Na, vielleicht kriegen wir gleich einen neuen Stern dazu. Das wäre doch eine coole Nummer. Sieht aus wie so ein Thron, ne? Naja. Was kostet der? 600. Ja, sind wir bis halt 818 kostet das Ding. Das ist cool. Oh, ihm gefällt es, ne? Wenn es ihm gefällt, ne? Der ist ja so schwer zu befriedigen bzw. zufriedenzustellen. Oh, Moment. Genau, plauder mal ein bisschen, ne? Weil der braucht ja, glaube ein bisschen Freundschaft, ne? Okay. Was? Ja. Irgendwie, ne? Stehen die nicht so auf unsere Sims? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ne? Aber ihr habt recht, seitdem die schmutzigen Teller hier nicht mehr stehen, sind die Beschwerden wirklich weniger geworden, ne? Was los? Nein, was ist jetzt schon wieder los? Hunger, mach was zu essen. So, Abendessen servieren, Käsenudeln und so weiter. Ja, Kasimir, es ist Kasimir, genau. Kasimir, was ist denn ein schönes... Ein schönes, wie soll ich sagen? Witz anhören, okay. Okay. Komm hier, Kasimir, ein Klavier kann man immer gebrauchen. Das ist eine coole Nummer. Na, kauf das. Alter, super Deal, spottbillig. Überlegt noch. Okay, was macht sie jetzt? Auf Essen warten? Okay. Dann warte mal. Mhm. So, Iris, mein Kind, wie ist denn mit dir hier? Hygiene, pass mal auf, du gehst jetzt mal eine Runde. Gehst mal eine Runde duschen. Und der Stuhl ist auch schon wieder weg. Cool, dann wirst du den nochmal auffüllen.
Flupp. So, Herr Tellermann will er nicht kaufen. Haut er ab oder was? Ja, Kasimir, komm hier. Super Stuhl, Alter. Super Stuhl, ne? Mann, 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 Mann. Mhm. Räumt der Butler eigentlich auch die vergammelten Zeitungen auf? Ja, räumt er auf. Das ist cool. Ja, das ist eine gute Sache. So ein, ja, rülps man ruhig, Kind. Das ist okay. Kreisen da schon die Fliegen. Sonst kannst du mal... Ja, lassen wir erstmal stehen. Limonade kaufen die sich mal ihre eigene Limonade ab. Das ist auch nicht so im Sinne des Erfinders, ne? So, da kommt Iris jetzt aus der Dusche. Und, Süße, was machst du? Hast du gegessen? Dann wirst du jetzt mal hier nochmal ein bisschen knuddeln. Nochmal ein bisschen... spielen. Wahre Glas, irische Stuhl muss aufgefüllt werden. Du kannst jetzt nicht lassen, das ist kein Geld. Aha. Wieso haben wir kein Geld? Okay. Mhm. Iris, Kind, du musst jetzt mal hier ein bisschen verkaufen. Was macht die? Geht die jetzt pennen oder was? So, dann machen wir hier nochmal... ein bisschen, das ist, ich weiß ja nicht, wie ich das sehe, dass, was das hier für Bedürfnisse haben, die Quoten. Das wird ja irgendwie nicht angezeigt. Aber was ich hier mit diesem Flaschending machen kann, das weiß ich überhaupt nicht. Keine Ahnung. Was? Was ist mit dir los? Alter, bist du im falschen Film oder was? Wieso jagst du dir das? Boah, was ist mit dir los, Alter? Aha. Okay, die kurze pennt jetzt auf jeden Fall erstmal. Was macht Iris? Verstehe ich nicht. Pass mal auf, Hein. Du machst jetzt hier mal irgendwie, ne, den Kassierer zusammen. Also was der immer so für Sorgen hatte, weiß ich beim besten Willen nicht, meine lieben Leute. Ein bisschen Kassierer. Was ist gekauft worden? Was ist jetzt hier mit dir schon wieder, ey? Ja, nicht lange meckern, duschen, du kennst doch das Spielchen. Bist du nicht erst seit heute auf der Welt, ne, oder? Okay, die kurze pennt auf jeden Fall. Iris, mein Kind, du... Okay, hast du was in den Schädel? Das ist in Ordnung. Okay, Varisch, genau. So, pass mal auf, Hein. Dann machst du jetzt hier nochmal... Was ist jetzt schon wieder mit dir los, Alter? Harndrang, okay. Freunde, ja, dann... Was jetzt? Okay, da wechseln wir Freundschaftsgeschichte aber auf jeden Fall ein bisschen. Das ist cool. Und dann quatsch nochmal mit dem. So, unterhalten. Erzähl jetzt nochmal ein Witzchen, fertig aus. Was macht Iris? Zudecken. Ach, wie süß. Nusununubu, genau. Du bist aber noch relativ fit. Die sind hier alle was am Zocken. Da kommt Mortimer Grusel. Der lebt auch noch, ne? Hat Hein vielleicht auch noch ein paar Jahre vor sich, ein paar Tage, ne? Ich weiß nicht. Oh Gott, pass mal auf Iris, bevor du jetzt hier irgendwie... wo können wir denn verkaufen? Komm, Mortimer kauft es erstmal ein Klavier, was hältst du davon? Morti, Alter, ne? In deinem Alter ist so ein Klavier doch eine prima Sache, ne? Ich meine, ich würde gerne ein Klavier hier stehen haben, bin ich ehrlich, ne? Es ist gar kein Problem, ne? Ich habe nur keinen Platz für ein Klavier, das ist der Haken an der Sache, ne? Naja, aber ich habe ja dafür ein Keyboard. Ich meine, ich kann zwar gar nicht spielen, aber... Bartanafin? Mhm. Pass mal auf, dann. Okay. Was macht sie jetzt? Kind tragen. Okay, dann trag das Kind mal. Iris, Süße, was machst du? Du bist aber auch schon ziemlich platt, Süße, ne? Oh Gott, der Janitor muss hier morgen die ganzen Flaschen aufräumen, sonst... Na, auf jeden Fall wird unser Kind nicht verhungern, ne? Unser Engelchen wird auf jeden Fall nicht verhungern. Das, wieso ist denn Hein eigentlich schon wieder am Stinken? Harndrang, Stinken, Energieplatt. Oh Gott, das ist ja unglaublich. Freunde weg, ne? Hier, benutzen, benutzen... Ne, direkt im Anschluss, ne? Und Laura, Süße,
Kannst du hier nochmal verkaufen. Anbieten für billig. Oh, vielleicht will er einen Flipper kaufen, ich weiß ja nicht, ne? Wir haben auf jeden Fall 1000 Pfeifen, müssen gleich ein bisschen aufpassen, ne? Nicht, dass der Janitor uns wieder die Ecken rausreißt, ne? Das wäre ja noch keine coole Sache, ne? Yay, right? Isto, flab, frem? Nee. So, anbieten für billig, der hat auch ab. Was? Komm, Morty. Verkaufen, ne? Anbieten für billig. Das Klavier kauft, da können wir den Butler morgen auf jeden Fall bezahlen, ne? Dann sind wir erstmal ein paar Sorgen los, ne? Aber man hat mir auch gesagt, ich soll die teuren Sachen nicht immer nachordern, weil wir sind immer so pleite sind. Okay, Kasim hat auch ab. Okay. Und? Und? Witz anhören. Iris, was machst du da jetzt so? Pass mal auf, spiele nochmal ein bisschen. Engelchen knuddeln. Engelchen spielen. Tutu-Shikana, genau. Adi-Gloshi. Sanobudu. Oh, da fliegt sie, die Kleine. So, pass mal auf hier. Laura. Was macht sie jetzt? Stein, Schere, Papier. Oh, da kommt Frau Grusel, noch eine Grusel. Das. Hahn, mein Freund, hast du alles erledigt? Dann kannst du mich wieder pennen gehen. Ja, oder leg dich da mal hin. Ne, total egal. Mach, was du willst. Okay. Das ist seine Tochter, glaube ich. Eine Cassandra Grusel. Plaudern, genau. Plaudern mal ein bisschen. Obwohl, ich glaube, du solltest mal so langsam. Mal ein paar Spaghetti. Freundschaftsbalken ist ja wieder voll. Oh, der hat gekauft. Das ist gut. Was hat er gekauft? Den Stuhl? Er hat die Plazy gekauft. So. Iris, dann pass mal auf. Hier mal ein bisschen kassieren. Genau, erst die Kurze wieder wegpacken. So ist richtig. Ah, wer ist er denn hier? Ach, das ist Torben. Genau. Was? Pass mal auf, Iris, wieso brüllt die Kurze jetzt? Was ist los, Süße? Oh Gott, das klingt ja äußerst dramatisch. Iris, pass mal auf. Okay. Hein ist am Pennen. Wieso pennt wie sie sich? Okay. Süße, dann halt die Kurze mal. Vielleicht braucht die echt noch eine Flasche, Engelchen Flasche geben. Aber wieso heult die denn? Oh Gott, was kann die für Verrenkungen machen? Das ist unglaublich hier. Meisterkoch, Laura hat einen Punkt, cool. Nubu, Nubu. Genau. Du sollst hier nicht den Lauten machen, du sollst einer Kurzen jetzt was zu essen geben, ne? Damit das irgendwie, ne? Oh Gott, ich meine, das mit den Flaschen ist immer total schnell eingesaut. Das ist ja schon richtig, aber gleich kommt der Janitor, dann ist alles wieder gut. Das Morty, der ist zum Pennen. So, Iris, Kind, pass mal auf. Dann würde ich sagen, du machst jetzt hier mal ganz kurz eine Runde Pipi. Ach, reden ihm, scheiße, das wollte ich gar nicht, pardon. Hier, Fumm benutzen. Gott, irgendwer ist am Stinken. Ist das Baby am Stinken? Oder ist Iris am Stinken? Das Baby ist am Stinken. Ja, pass mal auf hier. Windel wechseln. Ja, ich hab dich doch gerade losgeschickt. Mann, ist das hier wieder alles kompliziert heute. Unglaublich. Wenn du hier unsere Kasse räuberst, siehst du, nimm bisschen mal dran. Ich kann's ja stell mal an, das ist nicht zu verkaufen, ne? Flop, die Windel ist gewechselt. Oh Gott, wie das hier aussieht. Mann. So, dann leg ich die Kurze mal weg. Ja, sieht ein bisschen scheiße aus. Ich gestehe es ja, aber was will ich denn machen? Das ist ja... Alle hier nur am Abwimmern, am Abjammern, ne? Aber unsere Geier stehen hier auf jeden Fall noch. So, pass mal auf, kommen immer mehr irgendwie, ne? Unglaublich. Ha. Benutzen. Ein. Ja!
Ja, nu, sieht ein bisschen wüst aus, das gestehe ich hier ein, aber nu, es ist Kuddelmuddel hier, was willst du erwarten? Wie das Ding funktioniert, wenn da einer eine Idee für mich hat, wie ich das irgendwie... Okay, sie geht pennen, okay. Na gut. Ihres Kind? Okay, die kurze ist... Ne, ist im Pennen, okay. Kabu! Kabu, wir machen mal hier... Okay, du bist hier, bevor du hier deine... Was ist das? Verkaufen, genau. Mhm. Jetzt wird hier nicht irgendwie rumpalabert, jetzt wird hier entsprechend verkauft, Süße. Ne? Ja. Und ob das klappt, ne, meine lieben Leute. Das wäre bei der nächsten Folge. Sehen, leben, erleben, erfahren, wie auch immer. Aktuell ist der Laden ja ganz gut voll. Ne? Ich bin mal gespannt, wie kurz, wie lange die Kleine klein bleibt. Und ja, hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und verbleibe wie gehabt in diesem Sinne ab in die Rinne. Wenn ich nicht direkt auf eure Kommentare antworten kann, beziehungsweise das nicht umsetzen kann, liegt das daran, weil ich immer ein paar Folgen in Stück aufnehme. Ne? Okay, liebe Leute, macht es gut, euer Spiekend Kuddelmuddel für 45.